Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg. Der Bus ist weg, ich krieg'n Schreck, ein Taxi, geht auf Oberfeld, jetzt regnet's noch, ich taub und koch. Der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg. Mal die Vorhut. Aber sei vorsichtig, Anna. Wir sind ganz dicht an Grenzstein 110. Da schieben die französischen Grenzer oft Wache. Pep, Wendelin. Die Besatzer machen auch ihm zu schaffen. Sécurité Charbon. Klappe halten und malochen. So plump lässt sich doch kein Land formen. Anna geht ohne Rucksack vor. Die Zöllner machen gezielt Jagd auf Schmuggler. Für lebende Schweine gibt es gutes Geld drüben in Belgien. Oh, ich glaube, die Luft ist rein. Ein Schritt könnte die Ferkel nicht ruhig halten. Wenn sie sicher rüberkommen. Das Gequieke, das wird uns noch verraten. Und auch in diesem Büro muss man lernen, sich ranzupirschen. Das Büro des Ministerpräsidenten. Einen Schnaps gegeben. Das hat mir nichts geholfen. War der selbst gebrannt? Ich nehme immer Schlaftabletten. Und am besten ist, wenn die sich ruhig und satt in den Rücken kuscheln. Peter Altmaiers Vorgänger musste schon nach ein paar Wochen abdanken. Jetzt will der Neue nichts schönreden. Und so wird die von ihm berufene Regierung, so vermag auch die von ihm jetzt berufene Regierung dem deutschen Volke, so vermag die jetzt von ihm berufene Regierung dem Volke zunächst nichts zu versprechen, außer nichts zu versprechen, als die Aussicht auf ein Dasein voller Not, Entbehrung und schwerster Arbeit. Wie sollen wir unserem Volke verschweigen, dass der Tiefpunkt noch vor uns liegt? Der Krieg ist vorbei. Das Wirtschaftswunder noch nicht in Sicht. Trümmer, Armut und Hunger zehren an den Menschen. Alles ist besser als nichts. Es ist die Zeit, in der Improvisation Geschichte macht. Aber kaum jemand schreibt sie auf. Anna Blasen kann sich noch gut erinnern. Die alte Dame lebt bis heute hoch oben in der Eifel mit ihrem Sohn Peter. 4 Stunden Fußmarsch zur belgischen Grenze. Das war ein Muss, mit Schmuggeln gehen. Da war höchstens mal ein Bauer, der ein dickes Schwein schlachtete oder ein paar. Aber sonst, sie hatten alle nichts richtig. Wenn da mal ein Auto durchgefahren ist, da haben die Leute zum Fenster rausgeguckt. Verstehen Sie? Ja, so was. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Damals war die Anschaffung einer Kamera schon manchmal ein Problem. Da haben die Leute andere Sorgen gehabt. Also suchen wir die Zeit, zu der die Erinnerungen bestenfalls schwarz-weiß sind, in Bauruinen. Dürfen auf Dachböden stöbern. Ah, hier. Abstehen. Oder wühlen in den Untiefen von Büroschränken. Das Album meiner Mutter. Wir haben ja alles verloren. Ich gehe jetzt mal gerade runter und dann komme ich mit drauf. Dann können wir hier blättern, okay? Ja, dürfen wir mit runter? Das nein, das ist, nein, das ist Chaos. Nein, da darf noch nicht mal meine Verwandtschaft rein. Unzählige Menschen sind allmorgendlich im Aufbruch, in ein neues Leben. Und unterwegs formen sie irgendwo zwischen Zerstörung und Hoffnung ein neues Bundesland, Rheinland-Pfalz.
nur getrödelt. Ich habe alles Mögliche versucht. Aber die meisten von denen waren damals älter, verstehen Sie? Und dann haben sie ein natürliches Problem. Aber ich komme ja auch mal dran. Nicht? Die waren hier noch älter wie ich. Trockener Humor und Temperament. Werner Schultheiß ist mit Leib und Seele auf der Suche nach den eigenen Anfängen. Er lebte früher in Mainz. Ich habe ein Telefonbuch, nur einen Haken. Wir waren alle zusammen in einer Firma, wissen Sie, früher als junge Leute. Ob die Dame vom Amt seinen Jugendfreund ausfindig macht? Wisst, wie ich da ankomme, der ist es. Hätte es mir natürlich die Anschrift gesagt, wäre mir ja lieber gewesen. Gell? Können Sie das nicht noch sagen? Ja, jetzt wollte ich zu Ihnen kommen, wollte Ihnen eine Fläche Wein bringen und heiß Fleisch waschen, jetzt wird's wieder nichts. Vielleicht komme ich morgen früh, wenn Sie im Dienst sind. Schultheiß ist beharrlich. Heute noch so wie damals. Damals, als ganz Mainz staunte über das erste Kaufhaus nach dem Krieg. Dort war sein Arbeitsplatz. Aus heutiger Sicht ein guter Job im Einzelhandel. Nur sein Weggefährte wüsste noch, dass es damals viel mehr bedeutete. In Fertigbauteilen sind die Kaufhöfe aus Amerika angekommen. In Berlin und anderswo. Eine Sensation. Eine ganze Nation steht staunend vor den Schaufenstern. Dann standen die Leute mit dem Kind vielleicht an der Hand oder allein und schauten sich nur um. Und eine Rolltreppe, ja, die hat doch kein Mensch vorher gekannt. Dieses Moderne. Und dann der Aufbruch, der da irgendwo, wir wussten, wir konnten das vielleicht gar nicht so wörtlich schildern, aber man hat es ja gespürt. Die da am Kaufhof waren, dieses Riesenglück hatte, in einem so großen Unternehmen, Handelsunternehmen, arbeiten zu dürfen, das war an sich schon ein Gottesgeschenk. Und dann kam ja auch der Stolz dazu. 1953. Mainz, Koblenz und viele andere Städte werden mühevoll wieder aufgebaut. Die Arbeitslosigkeit ist gerade unter die 2-Millionen-Marke gesunken. Ein VW Käfer kostet 4.200 Mark. Anpacken heißt die Devise. Betriebe werden wieder eröffnet, neue gegründet, Ideen werden geboren. Ludwig Erhard bringt mit dem Jedermannsschuh für unter 30 Mark die Bevölkerung ins Laufen. Konrad Adenauer hat den Westalliierten ein Bonner Grundgesetz abgerungen und arbeitet daran, dass wir bald wieder ein richtiges Land sind. Und viele helfen mit. In Mainz an der Spitze ein Fischhändler. Landesvater Peter Altmaier kommt aus einem Feinkostbetrieb in Koblenz. Ein Mann mit dem, was Politik damals auszeichnet: Improvisationsvermögen. Er hatte natürlich ein hohes Verhandlungsgeschick, also Sie können sich schon vorstellen, dass er mit Holländer oder Norweger hart verhandeln musste. Also es gab, man kann ruhig sagen, keinen Pfund Stockfisch in Koblenz, was nicht durch diese Firma durchgelaufen ist. Durch die Hände des späteren Ministerpräsidenten. Durch die Hände des späteren, sozusagen. Ja. Die Fischpitter-Frotzeleien verstummen schnell. Die Stockfischerfahrung soll sich auszahlen für Rheinland-Pfalz. Mit Raffinesse, Beharrlichkeit und einer großen Koalition im Nacken steuert der Regierungschef durch hohen Wellengang. Mit an Bord seine Sekretärin aus dem Fischhandel und Staatskanzleichef Haberer, ein Journalist. Und? Was sagen Ihre Leute aus der Staatskanzlei? Also die Lage ist unübersichtlich wie immer. Da die Franzosen, da die Bayern, die Westfalen. Da herrscht manchmal ein Durcheinander, fast wie auf dem Fischmarkt. Aber das ist doch genau Ihre Stärke. Und die Leute lieben Sie. Und Volkesnähe ist genau das, was wir brauchen. Glauben Sie mir, Herr Ministerpräsident. Danke, Herr Haberer. Aber was wäre ich ohne Sie? Ja. Die Bayern fordern die Pfalz zurück. Und Westfalen schielt aufs Rheinland. Über allem schweben noch die französischen Besatzer. Ein politisches Stimmengewirr. Die Strategie an diesem Schreibtisch: Zeit gewinnen. Sonst, so befürchten sie, wird Rheinland-Pfalz auseinandergenommen, noch bevor hier alles wieder aufgebaut ist. Normalität herstellen, das heißt einmal im Jahr lachen.
Rosenmontag in Mainz. Die ersten Fastnachtsumzüge nach dem Krieg werden als Sensation gefeiert. Zusammengeballt an den Straßen, denn er kimmt. Das war das große Plakat, das eben vorbeigetragen wurde. Und nun kommt der Zug. Da hat er auch ihn erwischt, der närrische Virus. Werner Schultheiß, Herrenbekleidungsfachmann aus Gonsenheim. Heute wohnt er im Rheingau. Seine Firma handelt rund um die Welt mit Textilien. Doch neben den Kisten aus Hongkong stammen die wahren Textilienschätze auf dem Dachboden aus seiner Heimat. Karnevalsuniformen, selbst entworfen, 1953. Alles roch noch nach Krieg und Zerstörung. Die Leute waren nicht mutlos, aber es war, die Leute waren noch nicht so richtig wieder aus dem Loch rausgekommen. Und da fing es dann an, so eine Uniform sagt ja was aus. Seht, ich bin lustig, ich will Fröhlichkeit, ich will auch meinen Mitmenschen Fröhlichkeit bringen. Wenn Sie beim grauen Schneetreiben an Fasnacht Helau rufen, da können Sie nicht in der schwarzen Kutte laufen. Bis Feierabend waren sie noch Kollegen im Kaufhof. Jetzt hier oben sind sie Verbündete. Seit Wochen verbringt Werner bei Schneider Erich die Abende. Er träumt von einer eigenen Karnevalsgarde in knallbunter Uniform. Die Füsiliere des Landgrafen Hessen-Kassel sind sein Vorbild. Findest du nicht den Armausschnitt ein bisschen zu eng, Erich? Die werden alle Augen machen. Der Willi, Joje, Toni und alle anderen. So, ab heute wird's offiziell. Der Gonsenheimer Karneval hat seine eigene Garde. Ich bin dabei. Das wird also die Uniform für unsere Füsiliergarde. Genau. Ich habe mit Erich fast ein Jahr daran gearbeitet. Und hier wird sie auf den Leib geschneidert. Genau. Der Toni ist unser erster Gardist. Sonntagsausflug. Der Gonsenheimer Karnevalverein lädt die Aktiven nach Eltville ein. Es ist der 16. Mai des Jahres und das Bahnhofshotel serviert Braten und Klöße. Werner und Toni wollen alle überraschen. Mit ihrer Fantasieuniform für eine Garde. Die Garde für eine neue bürgerliche Gemeinschaft. Weit weg von Politik oder Militär. Darf ich vorstellen? Der erste Gardist der frisch gegründeten Füsiliergarde. Los! Wie so ein, wie sagt man denn, so ein Dressmann, ne? Bin ich dann auf dem, so eine Art Laufsteg, gell, bin ich dann hinher, musste mich nach allen Seiten drehen, das hat er mir alles so eingebläut ein bisschen da. Die haben geweint. Alle spüren, es ist ein bedeutender Moment. Hunderte Narren werden sie noch anstecken. Zurück in der Eifel. Wenn die 84-jährige Anna Blasen heute Kaffee brüht, dann ist er schon geröstet, gemahlen und kommt einfach aus dem Supermarkt. Wer die Geschichte der Schmugglerin Anna Blasen kennt, der weiß, wie sie jede Tasse genießt. Mit illegalem Kaffee durch den Wald, das war früher nämlich gefährlich. Da waren wir nachher Pracht gewesen, ein Mann vom Hallert und ich. Wir beide waren allein. Der Mann holte den Kaffee, dann ich ein Kilo Tabak. Sie ist mit Johann auf dem Rückweg aus Belgien. Jenseits der Uhr beginnt die Eifel. Noch wenige Stunden bis daheim. Hast du gehört, wie die unsere Häuser in der Schneeeifel nennen? Die Kaffeehäuser. Ja, bei dir in Habscheid bauen sie auch gerade wieder zwei neue Häuser. Komm, Johann, wir müssen uns ranhalten. Johann! Johann läuft zurück und türmt Richtung Fluss. Und dann schrie der unten an der Uhr, der hat geschossen und geschrien da. Ich verstand ja kein Französisch oder was das war, ich weiß nicht. Arrête les roues! Schmuggler, ich schieße!
Halt! Er malträtiert den Lastenaufzug noch genauso wie damals, als sie über Nacht zur Schicksalsgemeinschaft wurden. Walter Jonek, der Kleinere, der Technische, der Herzliche, und Klaus Duttenhöfer, der Elegante, der Überlegte, der Ästhet. Zusammen gingen sie den Weg vom Fabrikarbeiter zum Global Player. Mit der Schuhfabrik Peter Kaiser in Pirmasens. Wie verrückt alles anfing, nur die beiden wissen es noch so genau. Haben Sie noch alte Bilder da über? Da haben wir keine mehr. Nichts mehr, gell? Ja. Im Unternehmen erinnert nichts an die wilden Gründerjahre. An jenen Montagmorgen im Februar 1953, als Klaus und Walter zusammen beim Chef antreten müssen. Ich will das Ding mit euch beiden weitermachen. Der Senior hat uns eröffnet, dass wir das jetzt machen müssen. 24 und 25 Jahre alt waren sie. Die Warenrampe ist bis heute dieselbe. Aber seinerzeit gingen nur einfache Nachkriegsschuhe raus. Wie soll das gehen? Ich meine, wir wissen, wie man Schuhe macht. Nicht mehr, nicht weniger. Aber wir müssen. Der Senior hat's gesagt. Und du weißt, was das heißt. Ihr müsst das Ding jetzt weitermachen. Ich muss gar nichts. Ach komm! Ich habe gesagt, ich brauche Bedenkzeit. 8 Tage Bedenkzeit. Fahr erst mal vor. Ich bin sicher, du weißt das bald. Fährst du zuerst nach Aachen oder nach Hamburg? Zu Görz. Aha. Und vielleicht rufe ich dann noch in Düsseldorf an. Beim Prange. Mit dem haben wir geschäftlich nichts zu tun, aber Rat ist Rat, oder? Klar. Klaus bricht auf, um Rat zu suchen. Wird er Walter zur Seite stehen bei dieser großen Aufgabe? Seit 1948 dürfen Fabriken wieder arbeiten. Alle in Pirmasens haben zu kämpfen. Jetzt sollen 2 Anfänger die Verantwortung übernehmen. Ein Fabrikarbeiter verdient 1,20 Mark die Stunde und Arbeit bekommt man nicht. In diesen Jahren, man muss sie sich besorgen. Klaus Duttenhöfer ist zufrieden mit seinem Abstecher nach Düsseldorf. Schuhprange. Den Namen hat er sein Onkel gelegentlich erwähnt. Und jetzt weiß keiner so recht, wie es weitergehen soll. Machen Sie es doch. Ich weiß ja nicht, was am Markt los ist. Naja, und wenn ich Ihnen helfe? Für mich war das ein Schuhgeschäft. Ich hatte aber keine Ahnung, dass der Prange im Grunde die Nummer 1 in Deutschland war. Um 8 Uhr zum Abendessen. Paul Prange lädt ihn noch am selben Tag in seine Behelfswohnung ein. Junge, iss Melone mit Schinken. Das isst man in Italien. Melone con prosciutto. Guten. Guten Appetit. Nur 2 Stunden, nachdem sich Klaus entschlossen hat, Ja zu sagen, führt Ehepaar Prange den Pirmasenser in das moderne Lebensgefühl ein. Schmeckt köstlich. Komm mit mir heute Abend in die kleine Osteria. Draußen in der Laube. Auch im nagelneuen Bundesland Rheinland-Pfalz strebt die Fantasie an ferne Meere. Hoffnung heißt die neue Volksdroge und Träume sind der Antrieb des Wirtschaftswunders. Das Kino von Pirmasens zeigt 1953 den Kassenschlager aus Amerika. Walter Jonek lädt seine neue Freundin ein. Marilyn Monroe ist der Inbegriff von Weiblichkeit. Jahrhundertkurven. Deren einzige Verbindung zum Irdischen knallrote Pumps sind. Was soll ich denn jetzt machen? Was ihr machen sollt in Pirmasens? Pumps. Ich will den Galanterieschuh. Chevro Pump, Farbe Kit, in 2 Absatzhöhen.
Heute steht die Firma Sensermarke weltweit für den luxuriösen Galanterieschuh. Peter Kaiser ist mittlerweile größter Familienbetrieb seiner Art in Europa, nach einem Blitzstart. Die Leute, das war für die wieder eine Offenbarung gewesen. Es war ja vorher nicht möglich gewesen. Und das hat Lebensfreude gebracht und auch bei vielen die Kraft gebracht, etwas wieder zu schaffen. Die großen Fabriken des Landes schaffen wieder. Und wie? Pfaff hat vor kurzem mit der ersten tragbaren Koffernähmaschine einen Verkaufsschlager gelandet. Die Geräte für motivierte Hausfrauen haben einen Nebeneffekt für Freunde des Männersports. Das Werk braucht nämlich Mechaniker. Und der FCK braucht Arbeit für seine Amateurspieler. Nicht immer die fingerfertigsten, aber gut nach Feierabend in der Beinarbeit. Einer der Hoffnungsträger heißt Horst Eckel. Um 6 Uhr ist der Zug gegangen. Dann haben wir gearbeitet von 7 bis 5 Uhr nachmittags. Solange wie ich trainiert habe, dürfe ich schon um 4:30, weil ich musste ja von Pfaff, das waren so 3 Kilometer, auf ins Stadion laufen. Laufen, gehen. Da hat ja kein Auto, hatte kein Auto gehabt. Das war schon meine erste Trainingseinheit. Sechs Tore im Dorfderby Kinsbach-Vogelbach waren seine Empfehlung nach Kaiserslautern. Fahrkarte? 320 D-Mark hat jeder bekommen, pro Monat. Das war viel Geld zu dieser Zeit. Wir dürfen die Zeit von heute nicht mit unserer Zeit vergleichen. Wenn man das machen würde, dann würde man sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind aus Armut, ob das der Fritz Walter war oder wer, sind wir groß geworden. Ich war immer hier auf dem Fußballplatz oder ich habe mit dem Ball irgendwo am Haus an der Wände gespielt. Als Horst so alt war wie die Jungens da draußen, ist er zum großen Stadion geradelt, nur um einmal Fritz Walter sehen zu dürfen. Und plötzlich ist er einer von ihnen. Fritz hat ihn jetzt in die erste Mannschaft geholt. Windhund ist sein Spitzname. Ich wollte immer hier zurück wie Fritz Walter, der wollte ja auch in Kaiserslautern nicht. Und wir haben ja Angebote gehabt, dann nach England, eher nach Spanien und was weiß ich, wo alles. Ist ja keiner gegangen. Wir waren also heimatverbunden. Heute sagen sie alle, ja, er war so ein bisschen blöd. Warum habt ihr sowas nicht gemacht? Er hätte doch viel Geld verdient. Und was sagen Sie heute? Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Schon Geld ist nicht alles. Das 2:1 und damit. Juni 51 gegen Preußen Münster. Mit 2:1 haben wir gewonnen und waren das erste Mal deutscher Meister. Ja, das war schon ein ganz großer Höhepunkt. Und dass ich das schon mit 19 Jahren miterleben durfte, das war für mich eine ganz tolle Sache. Am Schluss sind Lauterer einen dritten Treffer näher als die Westfalen dem Ausgleich. Der FCK wird zum ersten Male deutscher Fußballmeister. Frau Degen, die Gläser. Peter Altmaier hat als Kind bestenfalls auf den Bolzplatz gekickt. Aber er ist Politiker und weiß, welche Tore zählen. Der Sieg über Preußen Münster? Ministerpräsident, Staatskanzleichef und Sekretärin wissen, große Gefühle fördern Zusammenhalt. Deutscher Meister. Also doch, der wusste schon, dass solche Sachen eine große Rolle spielen. Also so, ich will mal so sagen, so gut gewusst wie der Beck hat das schon. Ein tolles Gefühl. Auf den FCK und auf Rheinland-Pfalz. Ich konnte nur von mir aus sagen, ich habe mich selbst etwas von außen beobachtet. Auf einmal war ich stolz, Rheinland-Pfälzer zu sein. Heute leben gut 4 Millionen Menschen in dem Bund.
Bundesland. Der Name war hier oben in der Eifel ziemlich egal. Trotzdem hat die couragierte Schmugglerin Anna das Land mitgeformt. Sie war die mutigste der vier Schwestern, bis zu jener gefährlichen Nacht. Kollege Johann ist schon durch die Uhr getürmt. Und ich, weil, denk, jetzt rennst du den Berg hoch, wo wir hin wollten. Da kamen zwei Männer mir entgegen. Bleib hier! Der geschmuggelte Tabak ist im Rucksack. Immerhin haben wir sie. Okay. Zeig deinen Rucksack. Bitte hier, nur ein bisschen Tabak. Ramasse-Tabak! Hilf ihn wieder rauf! Da habe ich mich an die Böschung gesetzt. Ich bin nicht mehr aufgestanden. Der hat meinen Tabak auf die Straße geschüttet. Meine, ich soll ihn aufheben. Ich denke nicht, wenn er noch fault. Wenn er verfault, ich heb den nicht auf. Vous aurez affaire à moi, allez! Lass mich los! Allez, au Rifloch! Ich hatte noch was Geld, das muss ich noch verstecken. Irgendwo unter den Kleidern. Ja. Anna rächt sich auf ihre Art. Ich bin immer langsamer gegangen. Sie mussten ja warten, sonst konnten sie ja gehen. Allee, allee. Mit der Frau konnten sie nichts machen. Männer schlugen die wie verrückt. Die kriegten sie ordentlich. Die hatten die Stöcke und die schlugen. Und mit der Frau konnten sie nichts machen. Ich habe sie so böse gemacht. Die wussten nicht mehr, was sie sollen. Ich musste aber mitgehen nach Wiveloch in das Zollhaus. Die Atmosphäre ist schneidend, als die Grenzer im französischen Sektor Annas Personalien aufnehmen. Da mussten wir dann 3-4 große Bohren unterschreiben und den Namen immer gefälscht. Alles ging. Sie können gehen. Ja, danke. Da kam ich morgens nach Hause, da ging ich mal nach dem anderen gucken. Der lag vergnügt im Bett und schlief. Der hat mit dem Kaffee zu Hause. 80 Kilometer entfernt in Leubsdorf begibt sich Heinrich Schwarz auf den Weg in die eigene Geschichte. Der spätere Innenminister des Landes war zwar zu jener Zeit zu jung, um wählen zu dürfen, hatte aber schon ein politisches Amt. Auch seine Frau Margret kramt im Hausstand und in ihren Erinnerungen. Ach, eigentlich war man einfach nur froh, dass man neue Schuhe bekam und so. Also da war kein, ich war nicht so, ich möchte aber mehr haben oder so. Keine Schuhe an, aber toll. Der Mann hat der bei einem Kellerchaos was gefunden aus den 50ern. Das habe ich allerdings noch perfekt hier, meine Ausbildungsvertrag. Wir waren noch Lehrlinge. Wir mussten noch lernen. Heute sind es Auszubildende. Brauchst nichts zu tun, Junge. Wir bilden dich schon aus. Das hat sich geändert. Die Sprache hat hier Bewusstsein geändert. Bewusst. Kritischer Geist bis heute. Damals waren seine politischen Ambitionen außergewöhnlich. Man wusste zwar, dass man was Neues machen musste, aber die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren, war aggressiv, nein. Und heute ist sie mehr oder weniger, die machen sowieso lauter Quatsch. Der beginnende Konsum ist die erheblich größere Verlockung. Und auch wenn 1952 die ARD der Jungen Republik das deutsche Fernsehen quasi zu Weihnachten schenkt, einen teuren Empfänger können sich die wenigsten leisten. 2 Stunden Programm pro Tag. Für Politik bleibt meist nur Platz im Radio. Westfunk Studio Koblenz. In unserer Sendung Echo der Zeit hören Sie den politischen Kommentar der Woche. Koblenz ist die Wiege des Landessenders. Aber die Politik, über die der Sender berichtet, passiert woanders.
es gab ja das Fernsehen noch nicht und die Leute gingen in die Kneipe und wenn man mit den Leuten reden wollte, da sonntags früh shoppen, gehört in den Jahren, 50er Jahren, bis in die 60er hinein, zur Pflichtübung jedes Mandatsträgers. Beim Kaninchenzuchtverein, beim Schützenverein, beim Sportverein, beim Gesangverein. Auch dieser Herr, der da auf dem Boden im Frühjahr kramt, kennt die politische Ochsentour. Heinz-Peter Volkert, der Sohn einer Koblenzer Tanzschulfamilie, sucht nach Fotos seines Onkels. Hier, das war das Album meiner Mutter. Mit Bildern ihres Bruders Peter Altmaier. Politik war damals Achterbahn. Der Koblenzer Altmaier musste erstmal samt Amtssitz nach Mainz umsiedeln. Das Ende eines langen Debakels um die innere Balance des neuen Landes. Hier sagt die immer, ich müsste es selbst machen. Hier, die Unterlagen wollten Sie doch einsehen. Mangelverwaltung, Zufälle, Stimmungsschwankungen. Der ehemalige Fischhändler leitet als Landesvater eine Art Improvisationskommando. Unklare Zuständigkeiten, leere Kassen. Chefsekretärin Degen kennt noch aus Feinkostzeiten seine Begabung für ungewöhnliche Wege. Chef, das ist die BASF. Altmaier will mit der badischen Anilin etwas aushandeln. Altmaier hier? Vielen Dank für Ihren Rückruf. Ja, ich brauche Ihre Hilfe. Oder besser gesagt, die Mainzer Universität braucht Sie. Ja, die Situation ist ernst. 1953 war die Mainzer Universität kurz davor, geschlossen zu werden. Weil das Land es nicht mehr bezahlen konnte. Die Naturwissenschaften, ja. Wir müssen überbrücken. Wo können wir das genauer besprechen? In meinem Büro, ja. Ich bin Ihnen sehr dankbar, glauben Sie mir. Auf Wiederhören. Und? Ich glaube, die ziehen mit. Wollen wir es mal hoffen. Haben die Aushänge eigentlich was gebracht? Erinnern Sie mich nicht daran. Wussten Sie eigentlich, dass sogar mein eigener Neffe in Bonn studiert? Oh. Der eigene Neffe. Die Pfälzer. Die Pfälzer sind natürlich, da konnte ja 100 Mal in Mainz eine Universität sein. Die sind ja nicht nach Mainz gegangen. Die sind zuerst nach Heidelberg. Und dann für die Examina nach München. Die Semestergebühren liegen zwischen 100 und 200 Mark. Keine Studenten, kein Geld. Ein Land, das die Hochschule seiner Hauptstadt pleite gehen ließe. Schon wenn die Befürchtung publik wird, wäre das eine politische Katastrophe. Es brummt in Pirmasens. 3:50 Feierabend in der Stepperei von Peter Kaiser. Die Schuhfabrik gibt seit Jahrzehnten den Tagesrhythmus für 480 Mitarbeiter vor. Die wenigsten von ihnen wissen, wie ihre Seniorchefs das Imperium wieder aufgebaut haben. Die Firma wuchs durch Feuereifer und Anfängerglück. Pumps sollen sie herstellen. Chevroleder, Farbe Kit. Galanterieschuhe für den Düsseldorfer Kunden, der die Zukunft des ganzen Unternehmens sein könnte. Fieberhaft haben sie an Ledernähten und Sohlenzuschnitt gearbeitet. Hallo, bis später. Viel Glück, Klaus. Ich drück dir die Daumen. Ich weiß jetzt, dass es klappt. Du hast wirklich gute Schuhe. Dein Wort in Gottes Ohr. Gute Fahrt. Danke. Es ist Klaus' zweiter Anlauf. Was soll denn das sein, hatte Paul Prange die Ware letzte Woche beschimpft. Alles retour. Diesmal muss er von den Pumps überzeugt sein. Eine dritte Chance wird es nicht geben. Es hat sich wirklich gelohnt. So sehen sie jetzt aus. Es ist alles so, wie Sie wollten. Die Nähte, Absatz. Thank you.
hat in einer Pension übernachtet. Es ist 7 Uhr früh. Klaus muss es sehen. Das Schaufenster mit seinen Pumps. Das war ein absoluter Durchbruch. Wie ich nämlich dann mittags um 2 Uhr zu Hause war wieder, bin ich gefragt worden, was ist denn da los? Das Telefon steht ja nicht mehr still. Walter Jonek erwartet ihn schon. Es war großartig. Er hat sich selbst ins Schaufenster gestellt. Klaus. Eigenhändig. In die erste Reihe. Klaus. Unsere Schuhe. Mein Prange. Ganz vorne. Du glaubst nicht, was hier los ist. Keiner weiß mehr, wo ihm der Kopf steht. Der Senior sagt, das Telefon steht nicht mehr still. Wir kommen nicht mehr hinterher. Wieso? Na, wegen der Pumps. Im Schaufenster. Die anderen bestellen. Alle aus dem Ruhrgebiet. Weißt du, das ist nicht irgendein Schaufenster. Das ist das Schaufenster in Deutschland. Wir brauchen mehr Maschinen. Und das war das große Los für mich. Ich habe später nie mehr irgendwo bei einer Wette etwas gewonnen. Aber das eine hat genügt. Vom Auftragshimmel zurück in die Niederungen der Politik. Wir erinnern uns, die Mainzer Universität steht kurz vor dem Bankrott. In der Koblenzer Altmaier-Villa gibt es regelmäßig Sonntagskaffee. Auch Neffe Heinz-Peter ist einmal im Monat geladen. Mit dem jungen Jurastudenten politisiert der Onkel im Allgemeinen ganz gerne. Der Studentenmangel in Mainz wird an diesem Kaffeetisch heute zum Thema. Dass nicht einmal er in Mainz studiert, findet Onkel Peter ärgerlich. Doch heute gibt es auch umgekehrt Verärgerung. Altmaiers Regierung hatte nämlich eine kühne Idee. Dann hing in allen juristischen Seminaren ein UKAS, denn da liest das nach, in, ein UKAS. Man würde bevorzugt als Referendar eingestellt, wenn man in Mainz das Examen gemacht hat. Da sind natürlich alle Kollegen auf mich zu und haben gesagt, Hans-Peter, du musst deinem Onkel sagen, dass das verfassungswidrig ist. Das mit diesen Aushängen. Das kannst du doch so nicht machen. Ja, ja, ja. Was ich mir von meinen Kommilitonen alles anhören musste. Du kannst doch nicht Studenten aus Mainz so offen bevorzugen. Das ist verfassungswidrig. Nein, weiß man, Junge. Das haben mir meine Juristen dann auch gesagt. Das hätten die mir mal früher sagen sollen. Ich hätte das unterbunden. Ich hatte ja keine Ahnung. Die Lokangebote für Studenten werden noch in dieser Woche abgehängt von den schwarzen Brettern in Bonn und Karlsruhe. Aber wenn nicht einmal du in Mainz studierst, wer soll denn sonst hier studieren? Naja, eigentlich gefällt's mir ganz gut in Bonn. Ich bekam seit meiner Kommunion, war mit 8 Jahren, monatlich, also bei solchen Besprechungen, von meinem Onkel 20 Mark. Danke. Da war ich Ende 20, gell? Das war mir peinlich, wenn ich bei meiner Mutter ein bisschen in der Tanzstunde geholfen habe, hatte ich auch mehr gehabt. Und es war mir peinlich. Und dann hat mein Onkel gesagt, also Hans-Peter, wenn du mir den Gefallen tust und gehst zum Studieren nach Mainz, dann kriegst du von mir monatlich 50 Mark. Seit einem Jahr heißt das Ludwigshafener Chemiewerk Badische Anilin- und Sodafabrik, kurz BASF. Gerade erst selbst aus den Trümmern emporgekommen, beginnt die Polyamid-Herstellung. Das erste deutsche Hochhaus ist im Bau. Steuereinnahmen beginnen zu sprudeln. Genau hier, beim größten Arbeitgeber des Landes, versucht Altmaier sein Glück. Er muss die Mainzer Universität vor der Schließung retten. Und tatsächlich, die Firmenleitung erklärt sich zu einem in der Geschichte wohl einzigartigen Schritt bereit. In persönlicher Absprache mit dem Ministerpräsidenten bezahlt das Unternehmen seine gesamten Steuern für ein ganzes Jahr im Voraus. Diese Hilfe der BASF ohne Gegenleistung ist die Rettung. Heute undenkbar. Die Studenten debattieren höchst kontrovers über Drittmittel für Forschung und Lehre.
weil heute Hilfe annehmen oft Abhängigkeit bedeutet. Ausflug durch die Gemeinde Vierherrenborn. Ortsbürgermeister Franz Mersch fährt. Erika von Wenzlawowitsch und Leni Wollscheid sind auch hier zu Hause. Und dass alle das inzwischen von sich sagen können, ist nicht selbstverständlich. Die alte Schule ist der Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Siedlungsprojektes. Gestartet schon vor dem Krieg, wurden in den 50er Jahren Flüchtlinge in den Osburger Hochwald gebracht. Die kleine Runde, die es sich hier unter den Bäumen gemütlich macht, weiß heute, das Thema Vertriebene war seinerzeit ein heißes Eisen. Der erste Ministerpräsident Wilhelm Boden musste nach ein paar Wochen wieder abdanken. Er wollte keine Flüchtlinge in seinem Land aufnehmen. Begründung, die seien zumeist evangelisch. Erika und ihr Mann kamen aus Riga über Berlin hierher. Leni war mit ihren Eltern aus Ostpreußen geflohen, unter schlimmsten Umständen. Also als Kind hatte man ja auch viel Angst bei der Flucht. Ne? Und da war man froh, dass wir mal zur Ruhe kamen. Unser Leben war eigentlich ganz zerrissen. Und wie wir dann diese Möglichkeit hatten, dann hat sich das wirklich so gemacht. Man musste auch vorweisen, das gab so ein Zertifikat. Also das heißt, bauerntauglich, man muss tauglich sein, für sowas zu führen. Es waren viel Bewerber, also zisch mal so viel wie hier Möglichkeiten der Ansiedlung. Buckelpiste in ein neues Leben. Wir kamen alle an einem Tag her. Die Häuser wurden an einem Tag bezogen und es waren alles Flüchtlinge. Und dieses Flüchtlingsdasein, das hat uns von vornherein zusammengehalten. Und nun die nächste Siedlerstelle Nummer 34, 16,5 Hektar. Henrik von Wenzlawowitsch. Von Wenzlawowitsch. Ja. Und das ist meine Frau Heidi. Ja, sehr wohl. Also ihr eigentlicher Name ist Erika. Mhm. Aber so nennt mich doch niemand, nicht mal meine Eltern. Ah ja. Sie sind der studierte Landwirt aus Riga, richtig? Ja. Ja. Also dann, im Namen der Siedlungsgesellschaft Rheinische Heim heiße ich Sie herzlich willkommen. Viel Glück in Ihrer Ansiedlung. Natürlich auch für die gnädige Frau, bitte sehr. Vielen Dank, wir freuen uns wirklich sehr. Mhm. Ein eisekalter Maitag. Es war wirklich ungemütlich. Nicht mal eine Haustür. Henrik, wie sollen wir uns denn hier wohlfühlen? Und das soll wirklich mal unser Zuhause werden? Wo bleibt denn Optimismus? Naja. Das ist ein Zweckgebäude. Alles andere müssen wir machen. Ja, aber... Schau doch mal da raus. Die Landschaft ist schrecklich. Gruselig. Heidi. Hier wächst nichts, aber auch gar nichts. Wir sind angekommen. Jetzt ist unsere Siedlung, unsere eigene. Unser neues Leben. Und die anderen Leute scheinen doch auch ganz nett. Du wirst sehen, das wird schon. Komm, wir holen die Feldbetten rein und alles andere auch. Dann sieht die Welt gleich heller aus. Ja, ich komme sofort. Diese Tristheit, diese Mondlandschaft hat mich so geschockt. Also es war von Landwirtschaft nichts zu sehen. Es war kein Haus, nur das gerade das Nachbarhaus und unseres. Und dann machten wir noch einen Abendspaziergang, nachdem der LKW wieder abgefahren war. Wir hatten auch ein paar Stühle, aber einen Herd und sowas mitgebracht. Naja, und dann gingen wir auf den Berg nach oben und sahen nur Öde. Es war toter Waldboden zum Teil. Und dadurch waren die ersten 10 Jahre eigentlich eine richtige Mühsal, um diese Felder fruchtbar zu machen.
In den Städten ist die soziale Marktwirtschaft irgendwie angekommen. Und auch im pfälzischen Harthausen bricht nun ein neues Zeitalter an. Gustl Strasser hat neue Ware bekommen. Schokolade, war der Inbegriff. Also erst Schokolade, daraus, das war der Schokinack. Ach, das war was Herrliches, als wir Schokolade gewohnt. Wie in Harthausen wachsen im ganzen Land die Kinder in Armut auf. Für 400.000 Schüler bringt der tägliche Unterricht wieder Normalität ins Leben. Eine Klasse mit 47 Kindern ist ganz normal. Bücher und Stifte sind immer noch Mangelware. Die Lehrer müssen improvisieren. Fast jede zweite Volksschule hat 1954 nur einen Raum für alle Klassen. Höhere Schulen sind selten. Politiker feiern Schulneubauten, nicht ohne Absicht. Denn in der Pfalz und in Rheinhessen kocht gerade ein regelrechter Schulstreit hoch. Die Frage, Konfessionsschule oder gemeinsamer Unterricht für alle? Es siegt das christliche Modell, womit neben den zentralen Neubauten wie hier noch mehr Zwergschulen entstehen. Die moderne Frau entfaltet sich in der Küche, arbeitet nur mit Genehmigung des Ehemannes und darf selbst kein Konto eröffnen. Stattdessen gestaltet sie Familienleben, Picknick oder sogar den ersten gemeinsamen Urlaub. Jede zweite Frau ist mit 25 Jahren bereits verheiratet. Und etwa 150.000 Frauen leben als Witwen. Wie Christa Lehmann aus Worms. Christa, hallo. Und, bist du schon fertig? Ja, gleich habe ich mich fertig. Und, worauf hast du Lust? Glaubst du, dein Bruder kann noch mal Freikarten besorgen für uns, zum ins Kino gehen? Der Walder ist schon weg. Guck mal, sieht's blöd aus? Musste gerade mal in den Strich, sonst sieht's nicht echt aus. Na, dann gib ihm eine Bar. Bambi oder Kaffee Bergold? Die Kinder sind versorgt. Und bei dir? Meine Kleine ist doch in Kur. Scharlach. Hab ich vergessen. Ich finde, wir müssen in die Bambi-Bar. Witwenabend. Oder soll ich mich anders anziehen? Das? Warum nicht? Ach, Nina ist so brav. Komm, das wird lustig. Christa Lehmann hat vor über einem Jahr ihren Mann verloren. Er war Plattenleger und hat gelegentlich getrunken. Annie ist Kriegswitwe. Beide Frauen ziehen oft gemeinsam los. Sehr zum Ärgernis von Christa Lehmanns Schwiegervater. Aber der ist vor kurzem auch gestorben. Herzanfall, sagen die Ärzte. Der Flur des leitenden Oberstaatsanwalts, Justizbehörden Mainz. In diesen Akten ruht die Geschichte der beiden unbeschwerten jungen Frauen aus Worms bis heute. Vielen Dank. Für das, was passiert ist, würden wir heute so etwa den zehnfachen Umfang herstellen, schätze ich mal. Das ist schon erstaunlich. Telefongebühren. Das ist im Einzelnen festgehalten worden, wenn ein Polizeibeamter ein Ferngespräch geführt hat. Aber eins ist gleich geblieben, auch sonst 1954 war der Haftbefehl schon rot. Bahnhof Bruchmühlbach. Heute halten hier längst nicht mehr alle Züge. Die meisten Einwohner im Landstuhler Bruch fahren mit dem Auto zur Arbeit. Hier, wo es auch schon mal trostlos erscheint, erhielt Horst Eckel aus Vogelbach die wohl entscheidendste Nachricht seines Lebens. Plötzlich gehe ich morgens hier auf den Bahnhof, habe meine Fahrkarte geholt. Und dann sagt
der junge Mann. Guten Morgen. Horst! Weißt du eigentlich, weißt du, dass du in der Nationalmannschaft spielst? Was? Und ich sage, ich? Ja, ich habe das irgendwo am Radio oder irgendwo gehört. Doch, du bist in der Nationalmannschaft, wirklich. Ja, einmal Kaiserslautern bitte. Rückfahrkarte. Ja. Danke. Ich habe gedacht, ach, das ist, das kann ja wohl nicht stimmen. Aber ich habe dann auch in der Zeitung und habe dann auch am anderen Tag schon einen Brief gehabt von Herberger. Er spricht mit niemandem an diesem Morgen auf dem Bahnsteig. Beobachten ihn die Leute? Nein, alles ganz normal. Er fährt zur Arbeit wie immer, zu Pfaff. Gut, sein FCK war deutscher Meister, zweimal sogar. Aber er, Horst aus Vogelbach, soll mit zur Weltmeisterschaft. An diesem Morgen ahnt Horst Eckel nicht, dass er mit der beiläufigen Nachricht am Fahrkartenschalter die sportliche Reise seines Lebens antritt. Qualifikation Deutschland gegen das Saarland, 7:2 in Zürich, gegen die Türkei und dann Bern. Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. 60.000 im Berner Stadion. Es regnet heftig, aber wir Deutschen glauben, dass Fritz-Walter-Wetter ist und dass das gut für unseren Techniker Fritz und seine Kameraden ist. Ungarns Mittelläufer hat den Ball bekommen, aber sein Abschlag bleibt bei Eckel aus Kaiserslautern hängen. Der zu seinem Clubkameraden Fritz Walter, von dort zu Rahn. Rahn und Tor! Tor für Deutschland! Tor! Bei der Weltmeisterschaft hat keiner bei uns hier im Ort, außer dem Elektrogeschäft, einen Fernseher gehabt. Und der hat das Fernsehen, hat er dann oben in den großen Saal gestellt und haben die Menschen da gesessen und haben dazu geschaut. Jetzt heben sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott! Zurück nach Worms, in die Küche von Eva Ruh. Es ist der 15. Februar 1954. Vorgestern war ihre Tochter Anni wieder bis Mitternacht mit Christa unterwegs, diesmal im Café Hartenbach. Anni hat die Hausarbeit erledigt und will vor dem Abend noch einmal raus. Gehst du schon wieder mit der Lehmann, Christa, los? Was denn diesmal? Wir machen uns auf in die Stadt, wollen Kinderwagen aussuchen für ihr Baby. Sie schätzt den Umgang ihrer Tochter mit der vergnügungslustigen Christa nicht, obwohl die neulich netterweise Pralinen für alle mitgebracht hat. Flocki, nicht bitte. Och, Flocki, haben wir nichts Leckeres für dich? Guck mal im Schrank nach. Ich hab die Pralinen, die wir von der Kasse gekriegt haben. Die muss da liegen. Ja, sieh mal, Flocki. Fein. Mhm. Schmeckt irgendwie komisch. Probier mal. Nee. Mach brav Sitz, Flocki. Hm? Sitz. Ja, ja, komm. Mama, mir wird ganz merkwürdig. Mama. Warte. Ich sehe nichts mehr. Ich werde blind. Anni! Was ist los? Ich gebe dir was für den Magen. Hilfe! Hilfe, Margarete! Margarete, mit der Anni stimmt was nicht! Lauf schnell zur Telefonzelle und ruf den Walter!
Anni. Anni. Originalfotos zeigen, wie niedergeschmettert die 76-Jährige beim Verhör durch die Kriminaler war. Sie hat ihre Tochter noch ins Bett geschleift. Bis der Arzt kam, war Anni schon tot. Es waren offenbar sehr, sehr viele Leute dran, die da drin rumgeblättert haben. Die Ecken sind also ziemlich zerflettert. Der Tod von Flocky, dem Hund, legt Mord durch Vergiftung nahe. Unter dem Verdächtigen für die heimtückische Tat Christa Lehmann. Anni ist vorgeladen worden. Warum sollte sie ihre beste Freundin töten? Kein Motiv und keine Beweise. Ach ja, da gibt's noch einen verstorbenen Schwiegervater und den toten Ehemann. Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist etwas eng für eine komplette Schießbude. Aber egal. Rolf Brahm Vogelsanger braucht Musik als Ausgleich. Das hat er geerbt. Ich habe mich schon etwas länger unter dem Bett liegen, muss ich gerade feststellen. Sie sehen, das ist... Ich würde sagen, ich muss mal kurz den Staubsauger bemühen. Rolf gräbt die Geige seines Vaters wieder aus. Als Kind hat er ihn nach Feierabend darauf spielen hören. Na ja, immerhin. Könnte schlimmer sein. Wow. Auf der hat er dann öfters auch mal dann geübt und gespielt. Und das war so ein bisschen so eine kleine Leidenschaft. Notwendiger Ausgleich für den fröhlichen Urmenzer, einem Mann mit außergewöhnlichem Beruf. Mainz, Gerichtsmedizin. Alfred Brahm Vogelsanger ist Laborant im Institut von Professor Kurt Wagner. Sie wissen beide noch nicht, dass sie dabei sind, für die Stadt Mainz Geschichte zu schreiben. Denn diese Leiche wird eine forensische Herausforderung. Anni Hamann aus Worms, der Professor obduziert selbst. Meine Herren, können wir beginnen? Ich bin soweit. Befundbericht. 16. Februar, Hochheimer Höhe. Die Leiche der bekannten 31 Jahre alten Frau ist 1,50 Meter lang, regelmäßiger Körperbau. Ausreichend kräftig, guter Ernährungszustand. Die Halsweichteile und das Kehlkopfgerüst sind unversehrt. Doch übrigens den Hund, den obduzieren wir noch getrennt. Auch hier muss der Mageninhalt getestet werden. War das Pflanzenschutzgift E605 eine Mordwaffe? Aber jetzt erstmal hier weiter. Ortswechsel. Wenn Horst Eckel durch sein Vogelbach fährt, dann kommen sie ihm gelegentlich wieder in den Sinn. Die unfassbaren Momente seiner schwarz-weißen Jahre. Hier in seinem Dorf. Fünf Jahre davor habe ich hier noch in der C-Klasse gespielt, komme ich zurück und bin Weltmeister. Da, 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 für Deutschland! Deutschland ist Weltmeister! Eine Nation jubelt sich das Elend von der Seele und er mittendrin. Wie wir schon das erste Mal deutsche Boden betreten haben, das war schon toll. Dann, wenn wir in München gekommen sind, nach Berlin gekommen sind, nach Bonn gekommen sind. Aber der schönste Empfang und das Wichtigste war hier in meinem Heimatort. Und Fritz Walter ist mit hier nach Vogelbach gefahren. Luke ist in das erste Auto und ich gehe in das zweite Auto. Ein Taumel neuen Selbstbewusstseins. Ja.
Ich habe so viele Blumen bekommen, aber der Blumenstrauß war mir schon sehr wichtig. Vogelbach begrüßt die Helden von Bern. In den letzten Stunden hatten ihnen Großstädte zu Füßen gelegen. Jetzt wird Horst in der Gaststätte Gerhard gefeiert, noch dazu an der Seite seines persönlichen Helden Fritz Walter. Irgendwo am Rand Hannelore. Ihre Eltern haben sie mitgebracht. Aber Horst stiehlt sich ein paar Minuten mit ihr vor die Tür. 3 Jahre später soll ihre Liebe amtlich werden. Sag Papa, schönen guten Nacht. Gute Nacht. Gib dem Papa Händchen und ein Küsschen. So, ja. Gute Nacht. Zurück ins Hier und Jetzt. Deutschland ist Weltmeister und Vogelbach irgendwie auch. Jeder will dabei sein. Am liebsten ganz dicht dabei. Die Leute müssen raus. Der Boden biegt sich. Es wird zu gefährlich. Das wird zu gefährlich. Wir müssen was tun. Vorsicht. Ab sofort gibt es in Bruchmühlbach und Vogelbach überall Freibier. Der Zigarettenfabrikant aus dem Ort rettet spontan die Situation. Bevor der Saal zusammenbricht. Karl, gebe ich heute Abend Freibier auf unsere Weltmeister. Diese Feier hat sehr lange gedauert. Morgens bis 7 Uhr. Für Vogelbach die Jahrhundertparty. Für Rheinland-Pfalz ein Meilenstein. Eine Werkstatt auf dem Wasser. Martin Kolb und sein Kollege sind auf dem Weg in die Werft. Ein Traum von einem Arbeitsplatz, möchte man denken. Mosel-Idylle, Weinberg-Panorama, Begriffe, die seit Jahrzehnten Gefühlskraft und einen wahren Wert haben. Das Passagierschiff ist im Bau, verteut mit einem anderen, das nach 20 Dienstjahren mal wieder renoviert wird. Der wird neben dem Teppichboden ausgelegt, da sieht man ja gar nichts mehr. Und wir haben die gesamte Vertäfelung erneuert, weil der Vorteil ist, es ist alles Parterre, man kann mit Rollstühlen Parterre reinfahren und deshalb ist das modern schon für uns. Aha, Businessplan und Brandschutzrichtlinien statt Schiffchenromantik. Die Heimatfilme vom fröhlichen Weinberg oder dem wahren Jakob haben ihre Wirkung getan. Kapitän Kolb, Martins Vater, schippert immer mehr Feriengäste zu ihren Fremdenzimmern. 4 Millionen Übernachtungen zählt das junge Rheinland-Pfalz jetzt schon im Jahr. Willkommen an Bord unserer Moselbarkasse. Ein Hamburger an der Mosel. Aber wiedergekommen. Meine Familie ist noch von hier. Es dauert jetzt noch ein Viertelstündchen. Und ihre Ferien können beginnen. Genießen Sie die Fahrt. Die Brücken sind noch zerbombt, Straßen kaum gebaut. Seine Chance? Er verbindet die Dörfer längs, die Fähre quer. Der hat immer einen klaren Kurs gefahren. Der wusste, was er zu tun hatte. Der konnte mit jeder Lebenslage gut umgehen. Ob es jetzt im Krieg, während oder nach dem Krieg war. Und mit diesem klaren Kurs hat Kapitän Karl den Grundstein gelegt für die größte deutsche Passagierschiffflotte in Familienbesitz. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Der Pauschaltourismus lebt auf und der Konsum. Wirtschaftsminister Erhard ist hochzufrieden mit den Auswirkungen des Marshallplans. Mehr als 1 Million VW Käfer sind gebaut. Der Exportschlager, schon mit ungeteiltem Rückfenster, ist für die meisten Deutschen jedoch immer noch unerschwinglich. Ein vorübergehender Import aus den USA sieht blendend aus und singt die Mädchen um den Verstand. In Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsident Altmaier gut lachen. Seine CDU ist gerade wiedergewählt und die leidige Saarfrage auch vom Tisch. In einer Volksabstimmung haben sich die Saarländer gegen Frankreich und für Deutschland entschieden.
Rheinland-Pfalz bekommt somit einen wichtigen Handelspartner zurück. Keine 10 Jahre nach Gründung ist Rheinland-Pfalz gewissermaßen in aller Munde. Blendax in Mainz entwickelt die erste medizinische Zahncreme. Seit einem Jahr liefert ein Bingener Weingut seinen Kunden Weinfreihaus. Die Brüder Kuno und Elmar Pirot haben damit den Direktvertrieb erfunden. Und eine Weltneuheit aus dem Westerwald. Die rotierende Klinge im Rasenmäher von Wolf Geräte verändert die Feierabende von tausenden Gartenfreunden. Die schaurigen Relikte vieler Gewaltverbrechen stellt die Mainzer Rechtsmedizin gerne in Vitrinen aus. Klassische Mordwerkzeuge waren mechanisch. Professor Urban leitet heute das Institut. Er weiß, welche wissenschaftliche Bedeutung die ersten E605-Fälle aus Worms hatten. Das Pflanzenschutzgift war frei zugänglich und seine tödliche Wirkung chemisch nicht nachweisbar. Es waren zwei Herausforderungen. Erstens, die Substanz überhaupt nachzuweisen. Und zweitens, die Substanz nachzuweisen an Personen, die eine Person war schon 1,5 Jahre unter der Erde. Im Mainzer Labor arbeiten der Professor und der Meister fieberhaft an dem ersten Nachweis der heimtückischen Substanz. Die Wasserdampfdestillation von Mageninhalt habe ich schon vorbereitet. Parallel sitzt Christa Lehmann in Worms im Verhör. Wie erklären Sie sich das tragische Ableben Ihrer guten Freundin Annie? Wir sind kurz davor, Meister. Wir sind kurz davor. Was Sie mir da vorwerfen, das stimmt alles so nicht. Das lässt mich hier nicht los. Draußen überschlagen sich die Gerüchte. Jede deutsche Zeitung druckt die Story von Mordopfer Annie. Dabei rückt Christa Lehmann hier bei der Beerdigung und unmittelbar vor der Festnahme als Hauptverdächtige in die Schlagzeilen. Pralinenhändler wollen die Polizei verklagen. Worms ist in Aufruhr. Wohnt hier, hinter dieser Fassade, die größte Serienmörderin der Nachkriegszeit. So, es ist vorbei. E605 bewiesen. Die Rechtsmedizin hat es geschafft. Der Pfarrer war da und der Vater. Also nochmal. Ich habe das nicht gewollt. Wirklich. Ich habe vor ein paar Wochen die Möbel vom Schwiegervater weggeschafft. Nach seinem Tod. Damit habe ich nichts zu tun. Nein. Weiter. Was war mit den Möbeln? Ich habe da neben dem Ofen so ein Ding gefunden. Wie eine Flasche mit einem Totenkopf drauf. Wussten Sie, was das heißt? Ja. Was? Dass da Gift drin ist. Wussten Sie, was für Gift? Nein. Ich bin doch dann mit der Annie Pralinen kaufen gegangen. Da dachte ich mir... Aber ich habe nicht gewusst, dass das Gift tödlich ist. Ich wollte nur die Mutter ein bisschen schlechter machen. Dass die Annie sie pflegen muss. Ich habe doch die Kinder und die Annie wollte immer weggehen. Und da dachte ich, wenn sie mehr zu Hause sein muss... Die Klage lautet auf Mord. Vor dem Mainzer Schwurgericht begann der Prozess gegen die 31-jährige Christa Lehmann aus Worms. Im
In einem spektakulären Prozess wird sie für den Mord an ihrem Mann, dem Schwiegervater und der Tötung von Annie verurteilt. Die Öffentlichkeit saugt jedes Detail auf. Als mein Mann heimkam, haben wir gefrühstückt. Kurz davor habe ich von dem Gift genommen und habe es in die Milch getan. Das Schwurgericht verkündet, dreimal lebenslänglich für die Wormser Pralinenmörderin. Und dann gab es wohl, ja, so in Anführungszeichen, Trittbrettfahrer, die dann auch E605 eingesetzt haben, aber so nach meiner Einschätzung eher im Rahmen von Suiziden. Die Morde von Worms haben Furore gemacht und mit ihnen die Gebrauchsanleitung zum Umbringen. Mehr als 70 Selbstmorde folgen den Schlagzeilen. Mediziner beschuldigen die Presse. Doch mit dem E605-Tod werden in der Fachwelt auch die Väter des Mainzer Analyseverfahrens bekannt. Die Mörderin saß über 20 Jahre. Sie ist begnadigt worden damals, ja, vom Ministerpräsidenten. Ja, sie hat eine andere Identität angenommen und hat dann offenbar auch mit einem Partner zusammengelebt. Ob sie heute noch lebt, weiß ich nicht. Regierungssitz Mainz. Wie sollen die Menschen eine Perspektive bekommen, wenn ständig um Länderzugehörigkeiten gestritten wird? Das Thema reißt nicht ab. Sie haben recht. Wir müssen Gemeinsamkeiten schaffen. Auf politischer Ebene tun die Herren von der Lutherkonferenz alles, um Argumente zu sammeln. Aber was wir brauchen, sind die Herzen der Menschen. Ich weiß, dass es eine Situation gab, wo mein Onkel ganz verzweifelt war. Weil er gemeint hat, also da haben sich jetzt nochmal die Pfälzer zusammengerottet. Um die Rheinprovinz mache ich mir am wenigsten Sorgen, Haberer. Aber achten Sie mir auf die Pfälzer. Ja, natürlich. Die Pfälzer hat er ernst genommen. Und zwar nicht, weil die jetzt besonders geschickt gewesen wären, weil die hatten so einen bösartigen Biss gehabt. Während sich die Politik mit militanten Pfälzern oder abtrünnigen Rheinländern befasste, wurden 140 Kilometer weit weg regionale Dialekte völlig egal. Baumholder. Bis heute lebt das Städtchen im Herzen von Rheinland-Pfalz zweisprachig. Mit den amerikanischen Streitkräften. Hier gibt es mehr Aufbruch, als die Einwohner vertragen. Die Poststraße gleicht einer Schlammtrasse. Seit einigen Monaten brechen amerikanische Streitkräfte über das 3000-Einwohner-Städtchen herein. In friedlicher Absicht, aber mit gigantischer Mannstärke. Selbst ganze Panzerkolonnen pflügen sich durchs Städtchen. Militärfahrzeuge, Laster und feine Damen, alle müssen durch denselben Matsch. Der Bürgermeister schickt einen jungen Mitarbeiter raus, um die Leute zu beschwichtigen. Dieser Amtmann ist Herbert Grimm. Mensch, Herbert, schau dir mal diese Sauerei an, das ist doch unerträglich. Unten die Bahnhofstraße sieht auch nicht besser aus. Komm, Ludwig, beruhige dich. Wenn's staubt, ist es auch nicht besser. Wenn's trocken ist. Hier vom Rathaus spielt's immer runter. Ich weiß, der Günther war letzte Woche bei dir im Büro und hat sich auch beschwert. Ja, jetzt beruhig dich doch mal. Wir haben doch mal die Amerikaner hier und wir leben von den Amerikanern. Ja? Aber ich sag dir, der Stadtrat tut, was er kann. Wirklich. Herbert Grimm erlebt gerade die turbulentesten Jahre seines Lebens. Wenn er heute den schmucken Stadtkern betrachtet, denkt Amtmann Grimm oft zurück. Er nimmt uns mit zu einem Relikt der schwarz-weißen Jahre. Hier war damals der legendäre Papa-Club. Ja. Da war die Empore. Da war Empore. Da haben die besessen. Hier war der Eingang, hier war die Garderobe. War ganz toll. Und dahinter war die Bühne.
Das Programm wechselt alle paar Wochen. Herbert Grimm ist gelegentlich hier. Neben der Manhattan Bar und dem Hawaii Club hat der Papa Club eine Konzession bis nachts um drei. Der junge Mann von der Verwaltung schätzt, wenn die Lokale ordentlich geführt werden. ...20.000 Soldaten mit den Taschen voller Dollars. Goldgräberstimmung. Also die Show immer wieder toll, nicht? Also was die da so, also wirklich toll. Have you already seen the new show? 1000% Profit auf die Drinks. Das spült auch hübsche Sümmchen in die Stadtkasse. Dieser Papa Club hatte ein anspruchsvolles Programm. Vor der Tür. Ein paar Zauberer dabei, Tanz mit Mädchen. War schon ganz gut. Später. Als, aber auch Striptease und so. Ah, natürlich, ja, natürlich, ja. Die haben manchmal weggeworfen. Was haben sie weggeworfen? Die moralische Empörung im Rest der Republik erreicht den Höhepunkt mit diesem Spielfilm. Die Goldene Pest. Der Film ist 1954 gedreht worden. Der Karl-Heinz Böhm hat dort die Hauptrolle gespielt. Dossenthal war dann plötzlich Baumholder. Ich sage immer, was hat die Wahrheit genutzt, wenn die halbe Wahrheit eine Sensation war? Der Streifen mit Karl-Heinz Böhm in der Hauptrolle lässt allerdings auch nichts aus. Heute starten US-Soldaten aus dem Hunsrück in Krisengebiete des Mittleren Ostens. Bei jeder Meldung über Truppenabzüge hält man hier förmlich den Atem an. Ohne die letzten GIs würde es vollends trostlos in Bamolda. Das war 50er Jahre ein Wandbehang, ne? Man hat Italienlieder gesungen. Und unsere Schlafzimmer, unser ehemals erstes Schlafzimmer, von wegen, das war nicht schön. Das haben wir jetzt hier aufgestellt, das sind Fremdenzimmer, nicht, wenn ich mal Verwandte komme. Bei Steins in Speyer wohnen die 50er Jahre im Dachgeschoss. Und die Erinnerungen des Ehepaares sind so solide wie die Möbel aus jener Zeit. Ja, das können Sie auch gucken, das ist Vollholz, das ist der Press. Ja, das ist die Pressdinger da. Nein. Das Wohnzimmer mit Gründercharme bleibt heute Gästen des Hauses vorbehalten. Die benutzen wir immer, wenn Besuch da ist. Ja. Ist Ihnen doch gut heute. Schön. Seit 51 Jahren sind Richard und Helga Stein verheiratet. Glücklich. Sie denken gerne zurück. Im Arbeitszimmer erzählt der gelernte Mechaniker von seinem Traumjob. Bei Heinkel. Man war schon Haudegen, kann ich Ihnen sagen. Richard ist Testfahrer für Kabinenroller. Der neue 153er und der vierrädrige als Prototyp sind heute dran. Und? Zwischenzeit diesmal? Warte, dort vorne an dem Busch. 22 Sekunden. Also etwas schneller. Das Anfahren ist das Problem. Egal wie wir den Vergaser einstellen, es fehlt die Kraft beim Start. Und dabei ist der hier immerhin schon 100 Kilo leichter als eine Isetta. Überleg mal. Ich finde, das hat ganz gut gewirkt. Wir sitzen immerhin zu zweit hier drin. Ja, und das alleine ist schon wie über die Marterstrecke holpern. Im Werk geht jetzt das Gerücht um, sogar die Polizei sei interessiert. Mit 90 Sachen auf Verbrecherjagd. Das ist auch noch die alten Hölzer. Ne? Tausende junger Männer haben an diesem Ort schon geschwitzt, gelitten, gefeiert. Andernach. Und
Gleich zwei Oberstleutnants zeigen uns eine ganz spezielle Perspektive der schwarz-weißen Jahre. Helmut Becker und Dieter Ulrich Schmidt besichtigen die letzte Baracke der ersten Soldaten nach dem Krieg. Ja, und dann sind die hier in der Kaserne, ja, ich sag mal, später dann nach den allgemeinen Prozeduren dann auf diese Baracken verteilt worden. Anton Stehr ist im Nachtzug hergekommen. Seine erste größere Reise. Spätestens hier, neben den fremden Kameraden, ist klar, ein neues Leben bricht an. Wo wird sein Platz sein? Lager Andernach. Das war am 2. Januar 1956 und es war abenteuerlich. Es war spannend. Jene Zeit, die hier an der Mosel Grundstock für Wohlstand brachte. Noch bevor die Mosel so eine breite Wasserstraße wurde wie heute. Das war ein Schlag ins Gesicht. Also auf einmal hieß, die Mosel wird kanalisiert. Da war alles nicht mehr wie vorher. Da platzen Planierraupen und Kipper mitten in den jungen Aufschwung. Presslufthämmer bearbeiten das Herz der neuen deutschen Heimat. Es war eine Riesenbaustelle und du bist erschrocken, wenn du heimgefahren bist und hast den Dreck und den Staub gesehen. Aber Käthes Bruder Karl Kolb schafft es wieder, vorne mit dabei zu sein. Natürlich sind es seine Schiffe, die riesige Pontons durch die Baustelle ziehen werden. Die Franzosen wollten den Zubringer in das Elsass-Lothringen. Deshalb war dieser Kurhandel ausgehandelt worden. Ja. 26. Mai 1964. Großherzogin Charlotte von Luxemburg fährt in Trier vor. Es ist ein warmer Dienstagmittag. Staatspräsident de Gaulle und Bundespräsident Lübcke kommen direkt zur Feier der Staustufe. Die schöne Aufbruchzeit will die 97-jährige Käthe Kolb heute aber nicht stehen lassen. Ohne einen bitteren Rückgriff auf die Ereignisse des Krieges. In der Moselchronik heißt es nämlich, Kolbs Schiffe hätten nur Flüchtlinge transportiert. Das stimmt gar nicht, sondern da hatte man meines Vaters Schiffe requiriert. Und zwar benutzten die Schiffe als Sprungbrett. Sie selbst war in Luxemburg, während ihr Bruder heimlich Soldaten für einen Angriff übersetzen musste, die Brücken bauten für Panzerfahrzeuge. Beide Geschwister verabscheuten das Regime. Käthe Kolb lastet die Nacht bis heute auf dem Gewissen. Wenn die sich gesträubt hätte, wenn die gesagt hätten, nein, das mache ich nicht, dann hätte es einmal geknallt und dann waren sie nicht mehr da. Die Wunden des Krieges sind allgegenwärtig. Konrad Adenauer sieht die Zukunft in der NATO mit neuem Selbstbewusstsein. Wiederbewaffnung, während Kriegsverletzte das Stadtbild prägen und Witwen trauern. Die Stimmung ist aufgeheizt, auch gegen Andernach. Zunächst mal hat es die Stube zusammengeschweißt. Und es ist viel diskutiert worden. In reichen deutschen Städten haben heute wieder Menschen gegen die anstehende Vereidigung der neuen Streitkräfte protestiert. Durch Stuttgart fuhr ein Fahrzeugkorso mit Plakaten gegen Wehrpflicht und Freiwilligenheer. Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer wird in wenigen Tagen die ersten Truppen der neuen deutschen Streitkräfte in Andernach besuchen. Das waren die Nachrichten. Der Deutsche Wetterdienst meldet im Norden. Also meine Eltern waren auch nicht begeistert, als ich gesagt habe, ich will zum Barras. Und bei Ihnen? Naja, ähnlich. Die Stimmung ist ja wohl eher gegen eine neue Armee. Waren Sie schon mal draußen in Uniform? Ich lasse mich doch von denen nicht abbringen. Egal, was die rufen. Die wollen uns nur provozieren. Ja, und sie haben Angst. Die haben noch keine Ahnung, was es bedeutet, den Frieden zu sichern. Ich meine, der Krieg ist vorbei, aber wir haben ja gesehen, was alles passieren kann. Ja. Also ich trage meine Uniform für die Freiheit. Und davon bin ich überzeugt. Ja, mal sehen, wie viel von den Burschen hier so sicher stehen wie wir. Das sind Streitkräfte, die noch nicht mal einen offiziellen Namen haben. Und zu wenig Helme. Ja, und von den eigenen Bürgern beschimpft werden. Das macht uns nur stärker. Ja, so wie die Extra-Liegestützen von Kutulla. Aber nur für die Bayern. Ah, da beiße ich mich schon durch.
Ruhe bitte! Wir schlafen! Naja, dann ja, bis morgen. Bis morgen. Schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht, Jungs. Die Zeit, in der wir da in Andernach und den Folgenden erlebt haben, war geprägt vom Kalten Krieg, den beiden Lagern Ost und West, den beiden Grundideen Sozialismus, Weltrevolution oder freie Partnerschaft der Länder. Ich sagte schon, wir haben uns auf diese Seite geschlagen. Gottlob. Draußen die Zweifler, hier in der Stube erster Zusammenhalt. Toni und Wolfgang duzen sich seit gestern. Die ganze Kompanie wird seit Tagen gedrillt, im Stillstehen. Für morgen, wenn Konrad Adenauer kommt. Es war große Neugierde auf einen großen Mann. Zurück nach Speyer, zu Richard mit dem Traumjob. Wer kündigt da drin, war ich, ne? Aus Liebe zu meiner Frau. Bis heute sind die beiden ein schönes Paar. Kurz nach der Hochzeit 1957 wollte Richard seine Frau jeden Morgen begleiten nach Ludwigshafen. Sie arbeitete im Büro der Badischen Anilin. Die hätte doch schließlich auch einen Fuhrpark. Damit beide gemeinsam pendeln konnten, reichte er seine Kündigung beim Chef ein. Und er hat gesagt, gehst du da runter in die Stinkküche da, du kommst ja wieder, du bleibst da nicht. Du kommst wieder zu uns. Wenn du kommen willst, kannst du jederzeit kommen. Ist das nichts? Ein Job für die Liebe. Die Stinkküche zahlt guten Lohn. Der junge Ehemann möchte seiner Frau irgendwann einen eigenen Kühlschrank kaufen. Und die dreckigen Hemden aus der Werkstatt werden daheim auch noch mit der Hand gewaschen. Hallo Jungs! Ja, hallo! Der Fuhrpark wächst so rasant wie das Chemiewerk. Lupulin, Caprolactam, jeder dieser Kunststoffe braucht eine eigene Fahrzeugtechnik. Da kamen die erst die Hydraulikfahrzeuge auf. Die Müllwagen und das alles, ja. Schlepper und die Schwenkgetriebe und alles gemacht. Das war hochinteressante Arbeit für mich, vom Beruf her. Natürlich furchtbar schmutzig, ja. Okay. Carsten! Ja, hab ich. So hart ein Arbeitstag zwischen Personenwagen, Transporter und Kesselfahrzeugen auch ist, Richard und seine Werkstattkollegen schuften hier in Ludwigshafen am Angelpunkt für ein neues Zeitalter. Fabriken brauchen Chemie. Was ist mit dem Nylonlaster, mit den kaputten Heizschleifen? Ist der schon raus? Das Kesselfahrzeug? Ja? Ja, vor einer Stunde. Ja, natürlich. Nylon. Die BASF hat Speziallaster. Und da wurde beheizt mit Heizschlangen. Da war der Nylon flüssig nach Krefeld gefahren. Also unser Krefeld ist ja unser Stoffindustriegebiet oder Strumpffabriken und alles, ne? Wirtschaftsminister Professor Erhard weihte hier die neue Perlon-Fabrik ein. Kunstfasern sind der Verkaufsschlager. Vom Werkseil bis zum hauchdünnen Damenstrumpf. Alles mit Perlon. Es ist soweit. Gleich beginnt die Parade. 20. Januar 1956. Andernach. Konrad Adenauer ist gerade eben eingetroffen. Auch der Ministerpräsident ist da, Peter Altmaier, gewissermaßen der zivile Gastgeber. Gratulation, Herr Bundeskanzler, Sie haben es geschafft. Wir freuen uns, dass Ihre Streitkräfte bei uns stationiert sind in Rheinland-Pfalz. Was ist denn da los bei Ihnen, Altmaier? Ich meine, mit dem Volksbegehren. Fürchte, das müssen wir ernst nehmen. Das fürchte ich auch. Die Bayern haben eine regelrechte Bewegung in Gang gebracht. Das Land wieder auflösen jetzt bedeutet eine gefährliche Unruhe. Der Kanzler hat vor 5 Jahren schon mal pfälzische Abspaltungstendenzen für Altmaier herausgezögert.
Da müssen wir eine Lösung finden, Herr Ministerpräsident. Ganz Ihrer Meinung, Herr Bundeskanzler. Ich denke, wir spielen auf Zeit. Selbst wenn jetzt genügend Stimmen für einen echten Volksentscheid zusammenkämen. Ist denn damit zu rechnen? Herr Bundeskanzler, die Truppe steht, es ist soweit. Ja, ich komm. Ich hoffe nicht, Herr Bundeskanzler. Was die Herren am Rande der Parade besprechen, wird eine weitere Nagelprobe für das junge Land. Die Plakate sind schon gedruckt. 6 Wochen vor der Abstimmung über eine Volksbefragung zur Neugliederung. Pfalz nach Schwaben oder Bayern, Montabaur nach Hessen, Koblenz und Trier nach Westfalen. Einen ganzen politischen Ausschuss, die Luther-Kommission, hatte Altmaier schon kaltgestellt, damit keine Debatte um die Grenzen aufkeimen kann. Jetzt also Volksbegehren. Rheinland-Pfalz wird auch weiterhin bestehen. Eine Fernsehansprache sichert ihm die Pfalz, kann aber nicht verhindern, dass die nötigen 10% der Bevölkerung gegen bestehende Landesgrenzen zu Westfalen und Hessen zusammenkommen. Jetzt müsste also eine Volksbefragung stattfinden. Doch nun tritt ein, was Altmaier mit Adenauer besprochen hat. Auf Zeit spielen. Der Aufbau des Landes hat Vorrang. Und bis die Volksbefragung auf die Agenda passt, haben sich alle Bürger an täglichen Nachrichten... Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir bringen Nachrichten aus Rheinland-Pfalz. ...aus ihrem Land gewöhnt. Der Alltag wird schon eine Zugehörigkeit formen. Es sollen sehr viele Nachrichtenfilme versendet werden, bis die Volksbefragung terminiert wird, 1975. Peter Altmaiers Amtszeit ist vorbei. Beendet von einem Pfälzer aus dem jungen Flügel der CDU. Er hatte seit Mitte der 50er Jahre gegen die alte Garde gearbeitet und, was das auf Zeitspielen angeht, doch viel von ihr gelernt. Aber all das ist Zukunft. Heute ist der 20. Januar 1956. Wir sind zurück in Andernach. Die Truppe steht bereit. Marine und Luftwaffe sind auch gekommen. Erste Parade der neuen Wehrmacht vor Bundeskanzler Dr. Adenauer. 7 Lehrkompanien stehen auf dem Kasernenhof der 1. Bundesdeutschen Garnison Andernach. Ich stand natürlich auch angezogen mit Helm auf dem Kopf. Ihm gegenüber ziemlich nah. Soldaten! Sie stehen vor einer Aufgabe, die durch manche Schatten der Vergangenheit und Probleme der Gegenwart besonders schwierig ist. Und er kam zu uns auf die Stube. Wo kommen Sie her? Aus Hamburg, Herr Bundeskanzler. Aha. Und Sie? Aus Bayern, Herr Bundeskanzler. Bayern. Denken Sie immer daran, Sie prägen hier die Atmosphäre für nachkommende Soldaten. Ja, das ist nun die Aufgabe der neuen Streitkräfte. Auf Sie kommt er dann. Rekruten. Alle Tüten. Achtung! Meine Mann. Ich habe ihn deswegen sehr geschätzt, weil er auf einen jungen Mann wie ein Fels in der Brandung wirkte. Unglaublich. Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Es war ja eine sehr gespaltene Zeit und das war es mit gutem Recht. Und er war kein Mann des halbfertigen Kompromisses oder von lauwarmen Lösungen. Feierabend, die Herren. Oder machen Sie etwa auch Überstunden wegen Amerika? Auch dort gibt es schöne Frauenbeine. Für Strumpfhosen aus Nylon. Nein, Amerika ist nicht unsere Sache. Schließlich können unsere Laster nicht schwimmen. Die badische Annelien aus Ludwigshafen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wir bringen Kunststoff in die ganze Welt. Bei aller Euphorie über das Wirtschaftswunder, für Richard hat sich was geändert. Neulich hatte ihn ein Kesselventil fast verletzt. Er denkt an seine Frau und an seinen Lieblingschef. Ja?
Stein. Herr Stein. Ist es soweit? Ist soweit, habe ich. Habe ich gesagt, der Chef hat gesagt, es war um 9:30. Er kommt gleich. Na und? Am Montag kann es kommen. Zurück nach Speyer. Zu Heinkel. Jungs! Ich mach Feierabend. Tschüss, Richard. Er weiß noch nicht, dass er dort bald Flugzeuge bauen wird. Für eine mobile, farbenfrohe Zukunft. Barbara! Herr Ministerpräsident! Mein lieber Barbara, ich habe die Idee! Improvisation und Gefühl. Das sind die Kräfte jener Zeit. Wir hatten Frieden und mittlerweile gab es sogar zu essen. Also die Hungerszeit war vorbei. Für uns war klar, wir müssen jetzt schaffen und wir schaffen das. Und was an Problemen aufkommt, lösen wir. Zwischen Krieg und Wirtschaftswunder. Das heißt Schuften von früh bis spät. Und Vertraute suchen. Denn ohne alle anderen wäre jeder Einzelne verloren. Man hat immer Angst gehabt, wenn man den Kaffee bis am Rücken hängen hat. Das hat auch Spaß gemacht. Man hat auch viel Spaß gehabt bei allem Aufregung. Die spezielle Kraft war, dass wir alle unwahrscheinlich hochmotiviert waren. Und zwar, das kam man praktisch schon mit von zu Hause. So großartig. Die werden alle Augen machen. Wir waren jung, die Zeiten hinter uns waren schlecht, die Zeiten damals waren auch nicht gut, aber wir wollten was machen. Und meine ganzen Freunde haben auch was im Leben erreicht, auch privat. Das war eine Mannschaft, weil bei uns war es ja so, da hat ja keiner irgendwas gehabt. Heute gibt es ja große Unterschiede. Und jeder hat gesagt, wir wollen uns was erarbeiten, wir wollen gemeinsam aber nach oben gehen. Der Geist der neuen Streitkräfte. Na, die nächsten Rekruten. Ab sofort sind Sie Soldat, Herr Soldat. Dankeschön. Ich glaube, damals spielte ein anderes Wort eine große Rolle. Auch das kommt mir jetzt erst hinterher. Ich glaube, wir hatten einfach Vertrauen in diese Richtung und in diese Menschen, die politische Meister waren. Die schwarz-weißen Jahre. Ein kraftvolles Stück Geschichte. Mit einem Lebensgefühl, das jeden Einzelnen mithelfen ließ, Rheinland-Pfalz zu machen. Juhu! Die neuen Schuhkönige aus Pirmasens. Oh, Milano!